Leute, was geht ab? Wir melden uns direkt aus Prag, direkt von der Veranstaltung von der IVLS Prag Pro Show. Und mit dabei zu meiner rechten Seite mein dicker Freund und IFBB Pro Kevin Gebhardt. So sieht's aus. Ich glaube, Kevin muss ich nicht vorstellen, man kennt ihn. Wir sind des Öfteren zusammen unterwegs und haben tatsächlich diese Wettkampfvorbereitung auch zusammen bestritten. Wir sind durch dick und dünn gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ganze 22 Kilo abgenommen habe ich in 9 Wochen. Heute stehen wir hier. Wir haben uns gerade registriert. Die Registration ist abgeschlossen. Ich habe die Nummer 4. Ziel ist aber nicht die Nummer 4, sondern die Nummer 1 morgen zu sein. Aber daraufhin müssen wir heute noch ein paar Stellschrauben drehen. Und dann gucken wir, was morgen passiert. Kevin und ich haben, wie gesagt, zusammengearbeitet. Ich habe ihn oft nach meinem Rat gefragt. Kevin hat mir geholfen und dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Und ich dachte, vielleicht kann Kevin auch ein, zwei Worte zu der ganzen Geschichte sagen. Und schon mal vorab, danke, dass du mitgekommen bist. Und danke, dass du immer da warst, Alter, wenn ich dich gebraucht habe. Von Herzen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Viola auch, die ist auch hier irgendwo unterwegs. Und ja, zusammen mit Viola und Kevin sind wir hier als Dreamteam am Start. Ja, wie gesagt, der hat sich jetzt eingewogen, Anführungszeichen, oder angemeldet. Wir sind 13 Athleten, glaube ich, morgen, oder 14 ungefähr. Und ja, das Ziel ist natürlich, du gehst auf den Wettkampf, um zu gewinnen, das sollte immer dein Ziel sein. Aber ein realistisches Ziel, dass wir ins Finale kommen, auf jeden Fall. Genau. Und natürlich, man strebt als Athlet, oder sollte man immer den Sieg anstreben, aber man sagt ja nicht, oh, ich gehe hin und gucke mal, ob ich einen Platz 8 mache. Also das ist ja keine Gewinnereinstellung. Ne? Die Form ist bisher gut. Wir haben noch ein bisschen was zu drehen, ein bisschen Wasser rauszuhauen. Ich habe Adolf noch nie so voll gesehen vor dem Wettkampf. Und da geht noch einiges jetzt über Nacht. Ich bin gespannt, wie es morgen aussieht. Echt. Lass uns überraschen. Wir schlendern oder wir schaukeln uns so Stück für Stück zu einer besseren Form. Ja. Und ich fühle mich gut. Heute hast du noch trainiert? Ich habe Bock, heute haben wir noch trainiert, haben wir den Pump unseres Lebens abgeholt. Ja, das war brutal. Das war richtig gut. Und ja, heute steht nochmal, also Farbe habe ich schon, ich bin schon knackig braun. Zwei Schichten? Zweite Schicht gibt es morgen. Okay. Und heute werden wir noch ein bisschen posen. Spazieren gehen, um die Verdauung auf Vordermann zu halten. Und natürlich essen, bis der Arzt kommt. So sieht's aus. Und ich wollte mich natürlich auch bei allen da draußen bedanken für euren unglaublichen Support. Vor allem jetzt in der Wettkampfvorbereitung habe ich gemerkt, dass ihr noch näher, noch mehr als Community zusammenhält, zu mir hält. Und dafür möchte ich einfach mal Danke sagen. Egal wie es morgen ausläuft, selbst wenn ich morgen 25. werde, hat mir das Ganze jetzt schon Spaß gemacht, schon allein weil Kevin hier ist und weil wir das Ganze hier zusammen machen können, macht mir das so Bock. Ich habe mir das von Herzen gewünscht und ich habe schon gewonnen, weil wir hier als Crew, als Team am Start sind und einfach eine geile Zeit zusammen haben und Bodybuilding leben. Wir leben den Scheiß einfach. Ich liebe und lebe den Scheiß. Und, auf jeden Fall. Man hat ja gerade schon gesehen, so die ersten Deutschen kamen schon rein. Bisschen Smalltalk und so weiter, ne? Ist halt auch immer cool, wenn die bis nach Prag kommen. Ja, macht so Spaß. Ja, es macht halt. Und ja, vielen Dank da draußen an alle. Ja. Ich versuche euch in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr zu zeigen von den Wettkämpfen. Diesmal war die Anspannung so groß, es war so viel Arbeit reingesteckt worden und ich habe ein bisschen mehr Fokus für mich gebraucht. Bitte nehmt mir das nicht übel. In Zukunft wird natürlich auch wieder mehr von mir kommen, bestimmt auch mit Kevin. Und ja, somit ist eigentlich alles gesagt, was gesagt werden muss. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kevin verfolgt auf Instagram, auf YouTube. Macht immer coole Videos, ist ein super Coach und ein unglaublich toller Mensch. Und jetzt müssen wir noch kurz Viola hierher holen. Und das ist die Person, ohne die es auf keinen Fall geklappt hätte, hierher zu kommen. Ja, was Viola die letzten 12 Wochen durchgemacht hat mit mir. Und mit vielen anderen Dingen, die im Hintergrund abgelaufen sind, sind einfach nicht in Worte zu fassen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll und ich bin einfach nur froh, so eine tolle Frau zu haben. Ohne die wäre ich heute nicht hier, ohne Kevin wäre ich heute nicht hier. Und ja, ich bin raus, die Emotionen kochen
Und ich würde sagen, lassen wir es krachen. In diesem Sinne, peace out. Ciao. Bis zum nächsten Mal und auf eine geile Show.